Servus München! Ja, Hammerbeteiligung. Ich habe Spaß, ihr seid gut drauf. Ich denke mal, wir werden ein paar schöne Stündchen miteinander verbringen. Ihr seid hochmotiviert und das ist gut so. Und ich bin stolz auf euch, ich bin wirklich stolz. Ich bin stolz auf jeden, der den Mut hat, zur AfD zu stehen, den Mut hat, zur Veranstaltung zu kommen, sein Gesicht zu zeigen. Denn es kann in Deutschland tatsächlich zu Nachteilen führen, wenn man in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit eigentlich das höchste Gut ist, seine Meinung hat. Und deswegen danke, dass ihr da seid. Ja, ich bin der zweite Mal in München. Ich war letztes Jahr schon mal hier, eine tolle Veranstaltung draußen. Die Veranstaltung wurde auch gefilmt und deswegen möchte ich mich jetzt auch nochmal bedanken für AfD Bayern TV. Die sind wieder dabei, übertragen wieder live und die haben eine Reichweite, die ist beeindruckend. Also diese Rede in München damals, die wurde 100.000 Mal aufgerufen. Also es ist ein wichtiges Mittel und danke, dass ihr diese Arbeit macht, ehrenamtlich. Ja, für die meine persönlichen Verhältnisse noch nicht so kennen. Ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Guido Reil, ich bin 48 Jahre alt. Ich habe 2 Frauen, 6 Kinder und keine Lust mehr zu arbeiten. Also die von euch, die jetzt kein Internet haben und die nicht das lustige kleine Video gesehen haben, weil ich gedreht habe, die denken jetzt, boah, der hat noch was vom Leben. Habe ich leider nicht. Ich habe da einfach nur den Fall des syrischen Flüchtlings Ahmad nachgespielt. Ich habe im Februar diesen Jahres eine Reportage gesehen von Spiegel TV, die mich echt erschüttert hat, die mich richtig erschüttert hat und die den ganzen Wahnsinn in diesem Land eigentlich deutlich macht. Und deswegen habe ich diese Geschichte mal nachgespielt. Ich finde es wichtig, den ganzen Wahnsinn mal deutlich zu machen, indem man den Menschen einfach mal einen Spiegel vorhält. Ja, was ist, wie wäre das denn, wenn man Deutscher das genauso macht? Wenn Deutscher genauso lebt wie die Menschen, die zu uns kommen. Also dieser Ahmad lebt mit seinen beiden Frauen und 6 Kindern, das 7. ist unterwegs, im schönen Pinneberg, in einem Reihenhaus mit 5 Schlafzimmern und 2 Bädern. Seine erste Frau hat er geheiratet, da war sie 13, eine zweite, da war sie 14. Und er kann sich gut vorstellen, noch eine dritte und vierte Frau zu haben, denn nach dem Koran ist das ausdrücklich erlaubt. Und Frau Nummer 1 und 2, die werden sogar aktiv dazu beitragen, ihm helfen dabei, diese Frauen zu finden, weil die das gut finden. Die finden das gut mit 4 Frauen. Der ist auch sehr kinderlieb, der kann sich also gut vorstellen, dass er nicht bei den 7 Kindern bleibt, der hätte gerne 10 bis 20 Kindern. Ja, und weil der natürlich so kinderlieb ist, muss der auch Zeit mit seiner Familie verbringen. Ne? Bei 4 Frauen und den vielen Kindern ist das Stress. Da hat er natürlich keine Zeit zu arbeiten. Und das sagt er auch ganz klar und das möchte der auch nicht. Der möchte nicht arbeiten, der möchte bei seiner Familie bleiben. Und auf die Frage, wie viel Geld er denn so bekommt vom Amt, da sagt er, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe da eine Karte, die stecke ich im Automaten, da kommt immer Geld raus. Also schöner geht's nicht. Also irgendwas haben wir, glaube ich, falsch gemacht. Also dass sowas möglich ist in Deutschland, finde ich absolut erschütternd. Denn das ist gar nicht so erlaubt, so 2 Frauen zu haben. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und Frauen zu heiraten, wenn sie 13 sind, das ist auch nicht so wirklich erlaubt. Und sich hinzustellen und zu sagen, ich habe keine Lust zu arbeiten. Also jeder deutsche Hartz-IV-Empfänger, der sich hinstellt und sagt, er hat keine Lust zu arbeiten, der kriegt sofort die Stütze gekürzt. Und vollkommen zu Recht. Und ich kenne auch keinen deutschen Hartz-IV-Empfänger, der in einem Haus untergebracht ist. Bei Menschen aus einem anderen Kulturkreis, die zu uns geflohen sind, ist das aber relativ normal. Also Ahmad ist kein Einzelfall. Ahmad gibt es mittlerweile in fast jeder deutschen Gemeinde. Und dann gibt es sogar einige, die haben das alle schon, was der Ahmad gerne hätte. Die haben es schon geschafft, die haben schon die 4 Frauen. Es gibt einen syrischen Flüchtling im schönen Montabaur in Rheinland-Pfalz. Der hat schon 4 Frauen und der hat 23 Kinder. Der einzige Unterschied zu Ahmad ist, der weiß, was er jeden Monat vom Staat bekommt. 30.000 Euro. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und der hat nicht in die Glücksspirale gewonnen. Der hat es einfach nur geschafft, zu uns zu kommen. Und schon ist alles schön. Und das ist das Grundproblem. Solange sowas möglich ist in unserem Land, solange das Signal in der Welt ist, solange diese Fälle bekannt sind bis ins letzte afrikanische Bergdorf, werden Menschen sich auf den Weg machen. Die werden sich auf den Weg machen, um zu uns zu kommen. Denn für die ist Deutschland Eldorado. Und das ist das eigentliche Problem. Und das ist der Hauptfluchtgrund Nummer 1. In der Welt
ist das Signal, Deutschland ist Eldorado. Da liegt das Gold auf der Straße. Und wenn man sich diese Fälle anguckt, ist das ja anscheinend auch so. Für Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen, ist das so. Für uns ist das leider nicht so. Wir müssen uns an die dollsten Regeln halten und wir sollen arbeiten. Es gibt den schönen Spruch auf der ganzen Welt, arbeiten Menschen, um zu leben. Wir leben, um zu arbeiten. Und das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Also die soziale Gerechtigkeit, das Einsetzen für Schwache, für die kleinen Leute, hat mir mein ganzes Leben am Herzen gelegen. Und deswegen war ich auch in der SPD, genau wie mein Vater und mein Großvater. Und ich war lange da richtig, ich war lange richtig. Aber ich habe erlebt, die letzten Jahrzehnte habe ich nur Not und Elend verwaltet. Und in der Kommunalpolitik habe ich die ganzen Jahre nicht eine einzige Rede gehalten, ohne den Satz, wir leben in Zeiten leerer Kassen. Wir haben ja kein Geld. Ich war Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Essen. Und die Projekte, die wir da gemacht haben, um Spielplätze zu verschönern, um Kindergärten zu verschönern, die habe ich in der Regel durch Sponsoren möglich gemacht. Also ich bin rumgelaufen, habe Firmen angesprochen, habe Geld gesammelt, habe viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet, weil wir nie Geld haben. Und jetzt musste ich feststellen, seit der Flüchtlingskrise 2015 sind wir ein reiches Land. Der Martin Schulz hat ja gesagt, diese Flüchtlinge sind wertvoller als Gold. Ja, anscheinend haben die das mitgebracht, weil auf einmal haben wir Geld. Als ich noch in der SPD war, im Herbst 2015, habe ich mal die Frage gestellt, was kostet das denn? Was haben wir denn für Kosten? Was kostet denn die Unterbringung von so einem Flüchtling hier in Essen? Da hat eine Vertreterin der Jusos mir mit Tränen in den Augen gesagt, du willst ein Menschenleben mit Geld aufwiegen? Das ist ein Totschlagargument. Auf der Basis kann man nicht diskutieren. Also allein die Frage, was es kostet, war verboten. Heute haben wir die Zahlen. Also das größte Zeltdorf, in dem Flüchtlinge untergebracht wurden, war in meinem Stadtteil. Und jetzt, 2 Jahre später, haben wir die Zahlen. Ein Flüchtling hat im Monat gekostet in diesem Zeltdorf 2.200 Euro. Nur für Essen, Trinken und Schlafen. 2.200 Euro pro Person. Und nur, wenn dieses Zeltdorf voll war. Da gab es 700 Betten, wenn die voll waren, 2.200 Euro. Waren da weniger, ist er teurer geworden. Effektiv hat es fast über 10.000 Euro gekostet, ein Flüchtling zu betreuen. Also in der Türkei oder in Jordanien, wo Millionen Flüchtlinge, echte Flüchtlinge, in erbärmlichsten Verhältnissen leben, in Zeltdörfern, in genau denselben Zeltdörfern, die in Essen aufgebaut wurden. Aber da kostet so ein Platz 30 Euro im Monat. 30 Euro und keine 2.200. Und mit gesundem Menschenverstand und mit einer sozialen Politik hat das für mich überhaupt nichts zu tun. Ich möchte vielen Menschen helfen und ich möchte den Schwachen helfen. Ich möchte den Frauen helfen, den Kindern helfen, den Alten helfen, denn die brauchen unsere Hilfe und die sind alle noch da. Zu uns gekommen sind die Jungen, die Starken und die, die Geld haben. Denn jeder muss wissen, zu uns zu kommen kostet viel Geld. Arme Flüchtlinge schaffen es nicht zu uns, die haben keine Chance. Ja, mittlerweile wissen wir das alles, aber so wirklich die Konsequenzen haben wir nicht daraus gezogen. Also als ich diese Flüchtlingsströme gesehen habe, diese Millionen junger Männer, die ohne Pässe in unser Land strömen, war für mich klar, wir schaffen es nicht. Und ich habe jetzt schon im September 2015 ganz deutlich gesagt, vor 400 Leuten in meinem Stadtteil, wir schaffen es nicht. Und ich habe das begründet mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, die ohne Pässe zu uns gekommen sind. Denn da kamen schon mal welche. Wir haben da tatsächlich Erfahrungswerte. Vor 30 Jahren gab es den Bürgerkrieg im Libanon, die sogenannte Beirut-Krise. Und da kamen tatsächlich Menschen mit einem Flugzeug, wie das nach unseren Gesetzen so ist, aus Beirut nach Deutschland. Überwiegend sind die in Berlin und Essen gelandet, in Düsseldorf gelandet. Als sie in Beirut ins Flugzeug gestiegen sind, hatten die Pässe. Auch in den 80ern brauchte man einen Pass, um in ein Flugzeug zu steigen, in Beirut. Und als sie dann bei uns gelandet sind, waren die Pässe weg. Ihr kennt das, in so einem Flugzeug kann man schnell was verlieren. Das ist auch alles ganz einfach. Du machst das Fenster auf, schmeißt deinen Pass raus, dann ist der weg. Die hatten alle keine Pässe mehr. So, warum hatten die keine Pässe mehr? Weil sie keine Libanesen waren. Das waren sogenannte Mahdi-Kurden, die überwiegend aus der Osttürkei, Syrien und dem Irak stammen.
genau aus der Region der Erde, aus dem heute die allermeisten Flüchtlinge kommen. Und wie sich diese Menschen entwickelt haben, die Mitte der 80er zu uns gekommen sind, also vor über 30 Jahren. Und das waren damals übrigens ganz wenige. Das waren keine Millionen, das waren 30.000, mehr waren da nicht. Da sind 30.000 falsche Libanesen gekommen. Die kontrollieren heute die organisierte Kriminalität in Berlin, Essen, Hamburg und Bremen. Und aktuell sind die gerade dabei, sich in die Fläche auszudehnen, in die kleineren Orte und in die Dörfer. Stand gerade aktuell bei uns in der Zeitung. Die gehen jetzt auch auf die Dörfer. Arbeiten tun von denen 10%. 90% Hartz IV. Und zu Libanesen machen vieles gerne oft. Heiraten tun die auch gerne oft. 4-mal. Eine Frau heiraten sie richtig und 3 nach arabischem Recht. Und kassieren dann für die Familien Sozialhilfe. Und Kinder kriegen die im Schnitt 7. Heute noch. 7 Kinder von 4 Frauen. Da wisst ihr, was los ist. Und die bevorzugte Automarke von Libanesen ist übrigens Mercedes-AMG. Und die zahlen die Cash. Also ich sage immer, die Libanesen, das sind die Schwaben des Ruhrgebiets. Die haben Geld. Ja, diese Entwicklung haben wir gesehen. Ich habe viel Kontakt zu Libanesen gehabt, sowohl als Kinder- und Jugendbeauftragter, als auch als ehrenamtlicher Richter. Von 10 Fällen, mit denen ich es da zu tun hatte, hatte ich es 8-mal mit Libanesen zu tun. Und die Verachtung unserer Kultur gegenüber, also die halten uns einfach nur für schwache Idioten, für nichts anderes. Für Milchkühe, für nichts anderes als Milchkühe. Ich selber habe den Spruch gehört, sei froh über jeden Tag, an dem wir euch leben lassen. Mit dieser Einstellung laufen die durch Deutschland, kassieren Sozialhilfe, ja, und leben herrlich von Geld, das sie durch kriminelle Aktivitäten verdienen. Und als Kinderbeauftragter bin ich zum ersten Mal negativ aufgefallen 2009. Das ist also schon ein paar Jahre her. Da kam ein Kamerateam vom WDR, Westdeutscher Rundfunk, also GEZ-Medien, und hat eine Reportage gedreht an der Hauptschule in meinem Stadtteil. Eine türkischstämmige Journalistin war das übrigens. Diese Reportage hatte den schönen Titel Kampf im Klassenzimmer. Und dass die so hieß, das hatte Gründe. In dieser Reportage schildern nämlich die Minderheit der deutschen Schüler, wie denen das so geht mit der Mehrheit der libanesischen Schüler. Die sprechen von Mobbing, sprechen von Gewalt, von Beschimpfungen. Und dann sprechen die libanesischen Mädchen. Dann sagen die, was sie so von deutschen Mädchen halten, dass das alle Schlampen sind. Und dann sprechen die libanesischen Männer. Dann erzählen die so, was sie von Deutschen halten, was sie von Christen halten, was sie von Frauen halten, was sie von unserer Kultur halten. Und das auf sehr deutlicher und drastischer Art und Weise. Diese Reportage wurde dann ausgestrahlt um 23.45 Uhr im dritten Programm. Aber tatsächlich haben sogar um 23.45 Uhr die eine oder andere diese Reportage gesehen und es gab einen riesen Aufschrei in Essen. Vor allen Dingen von den etablierten Politikern und von diesen ganzen Sozialfuzis. Ein riesen Aufschrei, der Kontext war, das ist alles nicht wahr. Die haben dann auch gut erklärt, ja, ihr müsst euch das vorstellen, das sind junge, pubertierende Männer. Und zum ersten Mal in ihrem Leben kommen da Leute, so kommt ein Kamerateam, hält den Mikrofon vor die Nase. Und selbstverständlich haben die dann so ein bisschen auf die Brause gehauen, haben angegeben, Kraftmeierei betrieben. Die meinen das doch gar nicht so, die armen Jungs. Die haben doch nur Spaß gemacht. Ja, dann hat der Chefredakteur der WAZ mich gefragt, weil ich Kinder- und Jugendbeauftragter war und mich in der Schule gut auskannte. Denn wir hatten zu dem Zeitpunkt da mehr Sozialarbeiter in der Schule wie Lehrer, weil es da Probleme gab ohne Ende. Insbesondere, und das ist jetzt spannend, die krassesten Probleme hatten wir da mit libanesischen Mädchen, nicht mit libanesischen Jungs. Libanesische Mädchen, die strotzaggressiv waren, richtig aggressiv. Also so eine frechen Belge habe ich noch nie gesehen. Und ich habe mich dann gefragt, warum sind denn gerade die Mädchen so aggressiv? Warum gerade die? Was stimmt denn da nicht? Ja, die Sozialarbeiter haben mir das dann beantwortet, die Frage. Hier in der Schule können die noch frei leben. Und sie wissen, das sind ihre letzten Monate und Jahre. Ist die Schule vorbei, machen die keine Lehre. Wenn die Schule vorbei ist, werden die verheiratet. Und dann haben die entweder Glück und kriegen einen guten Mann oder haben Pech, kriegen jeden Tag aufs Maul. Und das Leben ist für die vorbei und Freiheiten gibt es dann nicht mehr. Und die rebellieren jetzt, die versuchen nochmal so ein bisschen Freiheit zu spüren. Deswegen benehmen sich gerade die libanesischen Mädchen total neben der Spur. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auf die Frage der Reporter, ob das alles so wahr ist, gesagt,
Das ist wahr. Diese Reportage beschreibt 1:1 die Realität. Daraufhin gab es einen riesen Aufschrei. Ich sollte damals schon aus der SPD fliegen, weil ich ja über Nacht Nazi geworden bin. Wie kann ich sowas sagen? Einen Tag später wollte mich keiner mehr aus der SPD schmeißen, weil einen Tag später haben sich die Eltern der deutschen Kinder gemeldet und gesagt, genau so ist das. Unsere Kinder werden geschlagen, wir erleben Gewalt. Dann haben sich die deutschen Lehrerinnen gemeldet und haben mal berichtet, welche Repressalien sie erleiden müssen. Die Lehrerinnen werden auch bedroht. Ja, und da war erstmal Schweigen im Walde und dann hat man reagiert. Folgendes ist passiert, die Schule wurde geschlossen. Ein Jahr später. Und das Problem hatten andere. So wirklich offen drüber sprechen wollte da keiner. Also da laufen Dinge schief, ganz gewaltig schief. Da stellt sich der Essener Polizeipräsident hin und sagt, wir haben mal die libanesischen Clans, die Verkläter der Clans, das sind drei große Clans in Deutschland, die alles organisieren und sich untereinander bekriegen. Untereinander leiden können die sich gar nicht. Haben dem Polizeipräsidenten mitgeteilt, leg dich nicht mit uns an. Den Kampf gewinnst du nicht. Die Libanesen sagen dem Polizeipräsidenten, leg dich nicht mit uns an, den Kampf gewinnst du nicht. Und anhand meiner Erfahrung, glaube ich, da ist ein bisschen was dran. Denn das Potenzial an Aggression und an Waffen, was diese Libanesen haben, ist schon mehr als beängstigend. Mehr als beängstigend. Im Herbst 2015 haben die Libanesen auch angefangen, sich als Schleuser zu betätigen. Also die sind sehr geschäftstüchtig. Die wissen, wie man Geld verdient. Da konnte man mit Schleuserei Geld verdienen, also sind die da eingestiegen. Und da sollten tatsächlich mal ein paar verhaftet werden. In einem libanesischen Lokal, aus dem die ihre Geschäfte machen. Morgens, um 7:15. Wie denkt ihr denn, wie das so vor sich geht, wenn so ein paar Libanesen in Essen verhaftet werden? Also wir alle kennen ja noch so schöne alte Fernsehserien, Derek der Alte. Wenn da einer verhaftet wird, dann kommen zwei Polizeiwagen, schellen an, zeigen den Haftbefehl und dann kommen die freundlich mit. Wenn Libanesen in Essen verhaftet werden, ist das ein bisschen anders. Ein ganz klein bisschen anders. Da wurde morgens 7 die Hauptverkehrsstraße gesperrt, an dem dieses Lokal ist. Komplett gesperrt, der Verkehr in Essen ist komplett zusammengebrochen, da ging nichts mehr. Und dann kam der Hubschrauber. Aus den Hubschraubern hat sich die GSG 9 abgeseilt. Die GSG 9. Und die hat den Laden dann gestürmt und die Libanesen haben sich kaputt gelacht und haben sich verhaften lassen. Ja, was hat man dann gefunden? Gefälschte Papiere, das macht bei so Schleusern Sinn, aber außer gefälschte Papiere, Drogen, automatische Waffen, Handgranaten. Das stand hinterher alles in der Zeitung. So wirklich interessiert hat das keinen. Ich hatte ein halbes Jahr später das Vergnügen, mit dem Polizeipräsidenten in der Podiumsdiskussion zu sitzen. Und da habe ich den mal gefragt, dieser Einsatz, war der verhältnismäßig für so ein paar Libanesen? Sperrt ihr hier den ganzen Stadtteil und holt die GSG 9? Das Maximum an staatlicher Gewalt mit Hubschraubern? War das nicht ein bisschen übertrieben? Da sagt er zu mir, ja, die GSG 9 muss auch mal üben. Das ist kein Spaß. Er hat das begründet damit, dass die mal üben müssen, weil die chronisch unterbeschäftigt sind. Also eins könnt ihr mir glauben, seit ich in der AfD bin, habe ich viele neue Freunde, vor allem bei der Polizei. Und die erzählen mir viel. Und die GSG 9 ist jeden Tag im Einsatz. Das kriegen wir nur nicht mit. Und wir sind dabei, überall neue SEKs aufzubauen. Wir sprechen nur davon, wir brauchen eine bessere Bewaffnung, wir brauchen bessere schusssichere Waffen, wir brauchen bessere gepanzerte Fahrzeuge, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Sicherheitsexperten sagen heute, wenn wir jetzt alles richtig machen und maximale finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und maximale personelle Mittel zur Verfügung stellen, brauchen wir 3 Jahre. Brauchen wir 3 Jahre, um uns vor den Menschen schützen zu können, die bei uns Schutz suchen. 3 Jahre. Alleine 450.000 Flüchtlinge sind hier verschwunden, wo keiner weiß, wo die sind. 450.000 junge Männer sind in unserem Land und keiner weiß, wo. Das ist 3-mal mehr, wie wir Soldaten haben. 3-mal mehr. Also das sind Dinge, die einen betroffen machen, die einem wirklich Angst machen können. Und ich sage euch mal, was sich in meiner Heimat ganz aktuell verändert hat. Was da jetzt so los ist, seit die Flüchtlinge da sind. Ich nenne das Rendezvous mit der Realität. Krasse Fälle, die man gar nicht so mitbekommt. Ich habe da eine Liebesgeschichte, die erzähle ich immer gerne. Liebesgeschichten sind was Schönes. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist leider eine traurige Liebesgeschichte. Ein syrisches Flüchtlingsmädchen, 18 Jahre, lernt einen netten jungen Syrer kennen im Integrationskurs der Stadt Essen von der AWO. Genau so, wie man sich das vorstellt. Die verlieben sich
Und wie junge Menschen so sind, machen sie Fotos von sich und veröffentlichen die auf Facebook. Das war ein schlimmer Fehler. Denn dummerweise war das junge Mädchen schon verheiratet. Sie wurde vor 3 Jahren mit einem älteren Syrer verheiratet und da ist Geld geflossen und Gold. Viel Geld von der Familie des Ehemannes an die Familie der Ehefrau. Und jetzt sieht die Familie des Ehemanns, dass da ein anderer Mann im Spiel ist und vermutet Ehebruch. Und dann sind die natürlich in ihrer Ehre gekränkt. Und in dem Fall werden in Deutschland, in Essen, Friedensrichter angerufen. Friedensrichter, die Recht sprechen nach der Scharia. Also, dass diese Menschen überhaupt Friedensrichter heißen, das ist schon ein Witz. Dass es die gibt, ist ein Witz, aber die gibt's. Und der Friedensrichter hat dann nach der Scharia Recht gesprochen. Der hat Folgendes festgestellt. Der vermeintliche Ehebrecher ist zu töten. Die vermeintliche Ehebrecherin ist zu töten. So simpel ist die Scharia gestrickt. Das kann jeder verstehen. Das steht da ganz klar drin. Aber auch die Scharia kennt Gnade. Also der Friedensrichter hat dann festgestellt, also wenn die Ehefrau Reue zeigt, wenn die Familie der Ehefrau ganz viel Geld an die Familie des Ehemanns zahlt, und zwar deutlich mehr wie bei der Hochzeit, und wenn sich 6 Familienmitglieder der Ehefrau an dem Mord an dem vermeintlichen Liebhaber beteiligen, dann darf die leben bleiben. Das stand in dem Urteil. Und dann wurde genau festgelegt, wie diese Ermordung vollzogen werden soll. Also 6 Mitglieder des Ehemanns aus der Familie und 6 der Ehefrau haben sich den jungen Mann gepackt und haben ihn gequält über Stunden. Die haben den sogar skalpiert. Die haben den skalpiert. Und dann haben sie den leblosen Körper weggeschmissen, weil sie dachten, der ist tot. Wie durch ein Wunder war der nicht tot, der lebt noch. Gott sei Dank. Rausgekommen ist die Geschichte nicht, weil der was gesagt hat, sondern weil die Täter mit ihren Handys Videos gemacht haben von der Tat und dann damit angegeben haben. Deswegen ist diese Tat rausgekommen. Daraufhin wurden dann sämtliche SLKs zusammengezogen, die wir in NRW haben, und die Täter wurden verhaftet. Ich frage euch jetzt mal, kennt ihr den Fall? Habt ihr da mal was von gehört? Und dann ist der eigentliche Skandal in unserer Gesellschaft. In Essen stand es tatsächlich im Lokalteil in der Zeitung, ganz groß. Aber dann war auch gut. Also so eine Story gehört in die Tagesschau. Solche Story, da müsste man eigentlich in Talkshows drüber reden, da müsste man Talkrunden stattfinden lassen, um mal drüber zu reden offen. Was ist denn da los? Was ist denn da für eine Kultur? Solche unglaublich krassen Fälle sind nur lokale Nachrichten wert. Und was auch nur noch lokale Nachrichten wert sind, sind leider Gruppenvergewaltigungen. Gruppenvergewaltigungen finden mittlerweile täglich in Deutschland statt. Täglich. Auch ein krasser Fall aus Essen, der heute wieder durch die Medien ging. Ein netter junger Mann, der blendend aussieht, 18 Jahre alt, hat ein tolles Facebook-Profil, da posiert er mit einer neuen Corvette. Und er schreibt junge Mädchen an, 13, 14 Jahre alte Mädchen. Trifft sich mit denen, fährt ein bisschen spazieren, fährt dann im Wald. Da trifft er dann 5 Kollegen, 5 Kumpels. Da nehmen sie dem Mädchen das Handy weg und vergewaltigen es. Die Täter, Zinti. Zinti mit deutschem Pass. Die wohnen seit Generationen in Gelsenkirchen, da wo ich eigentlich geboren bin. Sind einschlägig bekannt für ihre kriminellen Aktivitäten. Ja, in den guten alten Zeiten haben die nur geklaut. Heute vergewaltigen die auch. Und rausgekommen ist das auch wieder nicht, weil die Mädchen Anzeige erstattet haben. Nein, rausgekommen ist das Ganze, weil die wieder mit ihren Videos angegeben haben. Mindestens 5 Fälle wurden dadurch aufgedeckt. Mindestens 5 Fälle, die immer gleich abgelaufen sind. Der Lockvogel trifft sich mit den 13- bis 14-jährigen Mädchen, dann fahren die in den Wald, dann kommen seine Kumpels und dann wird das Mädchen vergewaltigt. Mindestens 5 Fälle. Und jetzt läuft gerade der Prozess und der ist mir richtig übel aufgestoßen. Da erklären diese jungen Sintis, warum sie das denn so gemacht haben. In ihrer Kultur, wenn die sich mit Sintis-Mädchen treffen, dann müssen die heiraten. Da verstehen die überhaupt keinen Spaß. Und jetzt sagen die natürlich, was soll ich denn machen? Mit meinen eigenen Mädchen, das geht alles nicht, da muss ich doch irgendwie mir was einfallen lassen. Ich bin ein junger Mann, ne? Ich habe Bedürfnisse, ich muss da irgendwie meine Bedürfnisse befriedigen. Und heute hat dann der Haupttäter gesagt, der Anwalt hat heute verkündet, ja, das mit der Strafe da vor Gericht, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, dass der Sinti-Clan ihn ausgestoßen hat.
Das heißt, seine Familie, seine Mutter wird nie mehr in seinem Leben irgendwie Kontakt mit denen haben. Auf der ganzen Welt wird kein Sinti mehr irgendwas mit dem zu tun haben, weil die auch ihre eigene Gerichtsbarkeit haben und ein Urteil gesprochen haben. Und das wäre so schlimm. Und weil das so schlimm ist, müsste er vor dem deutschen Gericht doch eigentlich mildernde Umstände kriegen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist jetzt keine Verarsche, was ich euch erzähle. Da erklärt der Anwalt, der junge Mann, der muss dringend mildernde Umstände kriegen, weil die Sintis haben schon recht gesprochen. Und ein ganz schlimmes Urteil gefällt. Und eigentlich ist das ein armer Kerl. Eigentlich ist das nur ein Opfer. Ist nur ein Opfer ihrer Gesellschaft. Und so stellen die das immer wieder dar. Die stellen sich immer als Opfer ihrer eigenen Kultur dar. Und ich kann diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr tragen. Verdammt nochmal, wir leben in Deutschland. Unser Land, unsere Regeln. Ja, ich hätte jetzt noch eine zweite Gruppenvergewaltigung im Angebot. Da haben 8 Zigeuner ein 13-jähriges Mädchen nach einem Schwimmbadbesuch vergewaltigt. Da wurden jetzt die Urteile gefällt. Die waren natürlich auch nur 17, 18 Jahre alt. Die Höchststrafe war 4 Jahre, 3 Monate. 4 Jahre, 3 Monate für die Haupttäter bei einer Gruppenvergewaltigung an einem 13-jährigen deutschen Mädchen. 4 Jahre, 3 Monate. Wisst ihr Bescheid? Und wie sich das Leben sonst so verändert hat? Also, Feste, traditionelle Stadtteilfeste, finden in Essen nur noch statt unter massivem Einsatz von Polizisten mit Maschinenpistolen. Dieses Bild der Polizisten mit Maschinenpistolen, mit dem Lauf nach unten, der hat sich mittlerweile bei mir eingeprägt. Die Zufahrten der City werden dann grundsätzlich alle mit diesen schönen Merkel-Pöllern abgesperrt. Ihr kennt diese herrlichen grauen Betonklötze. Jetzt letztes Jahr, als der Weihnachtsmarkt in Essen war, der ist relativ berühmt, habe ich Fotos gesehen von diesen Pöllern mit einer roten Schleife. Da waren die als Geschenk eingepackt. Und da habe ich gedacht, das ist Fake News. Also das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich die Dinger echt gesehen. Tatsächlich hat die Stadt Essen da rote Schleifen rumgemacht, damit diese Pöller nicht so bedrohlich aussehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das ist das Geschenk unserer Regierung. Das ist das Geschenk von Angela Merkel an uns. Merkel-Pöller bei Weihnachtsmärkten. Und Feste machen da keinen Spaß mehr. Viele Feste werden schon abgesagt. Gewalt in der City, am Hauptbahnhof, normal, Übergriffe auf Frauen, Beleidigungen, Gewalt, Schläge, aber auch Gewalt gegenüber denjenigen, die unsere Frauen und unsere Jungen davor schützen sollen. Gewalt gegenüber der Polizei ist tägliche Normalität geworden, tägliche Normalität. Vor 2 Wochen hat eine Doppelstreife, eine junge Polizistin, 24 Jahre alt, mit einem jungen Polizisten eine Routinekontrolle durchgeführt in der Shisha-Bar in der Essener City. Wir hatten einen 17-jährigen Libanesen überprüfen wollen. Das war ein Fehler. Der fand das nicht lustig, hat erst den Polizisten zusammengeschlagen und dann die Polizistin mit Tritten in den Magen und gegen den Kopf. Die Polizistin musste eine ganze Woche ins Krankenhaus. Der junge Libanese wurde dann überwältigt von Passanten mit Pfefferspray. Von Passanten mit Pfefferspray. Gegen die Passanten wird heute wegen Körperverletzung ermittelt. Da liegen 2 Polizisten, eine Polizistin in ihrem Blut und Passanten, die den Täter mit Pfefferspray überwältigen, gegen die läuft eine Anzeige wegen Körperverletzung. Als dann die Verstärkung gekommen ist, wurde der junge Libanese auf eine Wache gebracht. Eine halbe Stunde später standen 150 Familienmitglieder vor der Tür und haben die sofortige Herausgabe des jungen Mannes gefordert. Sofort. Die Essener Polizei musste alle Kräfte zusammenziehen. Alle Streifenwagen waren da im Einsatz, um die Situation zu beherrschen. Alle. Die konnte dann tatsächlich beruhigt werden. Und am nächsten Morgen wurde der junge Libanese freigelassen. Das ist übrigens normal. Und ich kann mir vorstellen, mehr als Sozialstunden wird er nicht bekommen. Für massive Tätigkeiten gegen Polizisten. Und diese Fälle sind normal. Also eine normale Verkehrskontrolle bei Fahrern von Mercedes-AMG-Fahrzeugen in Essen oder in Dortmund oder in Duisburg, das lassen wir besser sein. Innerhalb von 5 Minuten 100 Libanesen auf der Straße. Das ist das Bild der Großstädte, des Ruhrgebiets. Und das sind nur die Dinge, die man fühlen kann, die Angst machen. Aber andere Dinge, die machen mir viel mehr Angst. Also ich habe ja gesagt, ich war Kinderbeauftragter der Stadt. Ich kenne mich so ein bisschen in den Kindergärten und Grundschulen aus. Und da ist jetzt vor kurzem wieder eine Essenerin berühmt geworden, weil die ein kleines Video gedreht hat.
Also mein lustiges Video wurde 1 Million Mal gesehen. Die hat es geschafft, 2 Millionen Aufrufe zu erzielen. 2 Millionen Aufrufe. Was hat die erzählt? Ja, die hat eigentlich nur gesagt, ich bin selbstständig, ich habe ein kleines Kind, ich brauche einen Kita-Platz. Die Kita-Plätze sind voll in Essen. Also habe ich den eingeklagt vom Verwaltungsgericht, habe Recht bekommen und habe jetzt einen Kita-Platz bekommen. In der Gruppe, in der katholischen Kita in Essen, sind 23 Migranten und 2 deutsche Kinder. Mein Kind hat Angst, mein Kind war verstört, mit meinem Kind spielt keiner und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich mein Kind vernünftig entwickelt in der Gruppe mit 23 Migranten. Wie gesagt, dieses Video, die hat da ganz ruhig und sachlich gesprochen und die sieht aus wie die Antifa. Achso, die hat bunte Haare, ist gepierst, tätowiert, also die sieht nicht typisch konservativ aus. Der ist einfach nur der Kragen geplatzt. Die hat massive Bedrohungen bekommen auf Facebook, ihr Laden sollte gestürmt werden. Und das war eine Kampfsportschule. Die wollten eine Kampfsportschule stürmen. Viel Spaß, viel Spaß. Die hätten sich mal vorher informieren sollen, die Vögel. Und durch den großen Hype stand eines Morgens die komplette deutsche Medienlandschaft vor der Kita und hat da Interviews gemacht. Ich war auch da, weil ich gerufen wurde. Und ich habe da mitbekommen, wie ein Kollege von der Bild-Zeitung die Interviews gemacht hat. Der Kollege von der Bild-Zeitung hat übrigens Migrationshintergrund. Und das ist immer spannend. Immer die, die Migrationshintergrund haben, sind besonders mutig. Immer die legen den Finger in die Wunde. Auf jeden Fall hat er sich dann mit der anderen deutschen Mutter unterhalten. Und die hat genau das Gleiche erzählt. Ich habe Sorgen um die Entwicklung meines Kindes. Mein Kind ist verstört. Und die hat den Platz übrigens auch eingeklagt. So wird man belohnt, wenn man seinen Platz einklagt. Seinen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz. Und dann wurde die gefragt von dem Reporter der Bild-Zeitung. Wir sind die Bild-Zeitung. Können wir ein Foto von Ihnen machen? Kann ich Ihren Namen aufnehmen? Kann ich den schreiben? Da sagt die, hören Sie mal, mein Freund ist selbstständig. Ich will keinen Ärger haben. Ich will keinen Ärger haben. Ich möchte nicht genannt werden. Und dann wurde das Ganze noch besser. Dann wurde eine türkische Mutter interviewt. Eine türkische Mutter, die perfektes Deutsch gesprochen hat und deren Kind auch perfektes Deutsch spricht. Und die hat sich noch krasser geäußert wie die beiden deutschen Mütter. Noch krasser. Die hat ganz klar gesagt, das kann nicht wahr sein. Das Kind kann sich nicht normal entwickeln. Es muss überwiegend Deutsch gesprochen werden, sonst kann es nicht funktionieren. Das sind keine Babys mehr, das sind Kinder mit 3, können die sprechen. Und die kommunizieren mit denen, deren Sprache sie verstehen. Und dann wurde auch die gefragt, wir sind die Bild-Zeitung, können wir ein Foto von ihnen machen, dürfen wir ihren Namen veröffentlichen? Und da sagt die, Entschuldigung, ich arbeite bei der Stadt Essen, auf keinen Fall, ich will keinen Ärger haben. In so einem Land leben wir und das ist der eigentliche Skandal. In einem Land, in dem Meinungsfreiheit das höchste Gut ist, haben Menschen durch die Bank, durch alle Gesellschaftsschichten Angst, ihre Meinung zu sagen. Ich habe dann mal dazu aufgerufen, schickt mir mal ähnliche Fälle, damit ich mal mir ein Bild machen kann. Sind das Einzelfälle oder ist das Normalität? Hunderte von Müttern haben mich angeschrieben. Und den krassesten Fall, den erzähle ich euch jetzt auch noch mal. Das werdet ihr gar nicht glauben, aber ich habe das schriftlich. In Dortmund, die Tochter wurde eingeschult in eine Grundschule. Sie ist das einzige deutsche Kind in der Klasse. Dortmunder Norden, das einzige deutsche Kind. Das Kind hat keinerlei Anschluss, steht auf dem Schulhof alleine, keiner spricht mit der, die wird gemobbt. Die Mutter geht zu der Klassenlehrerin und fragt, was können wir tun? Es muss was passieren. Mein Kind hat Angst, zur Schule zu kommen. Da sagt die Klassenlehrerin zu ihr, melden Sie Ihr Kind im Islamunterricht an. Vielleicht findet die der Anschluss. Also ich habe das schriftlich, das ist wirklich wahr. Eine Klassenlehrerin in Deutschland rät der deutschen Mutter, melden Sie Ihr Kind im Islamunterricht an. Vielleicht findet sie der Anschluss. Vielleicht wird das Mädchen dann akzeptiert von der Gemeinschaft. So weit ist es gekommen. In den Kitas im Ruhrgebiet gibt es kein Schweinefleisch mehr. Komplett verschwunden. Das Gleiche gilt übrigens Gesamtschulen, also in kompletten städtischen Kantinen ist Schweinefleisch komplett verschwunden. Unsere Feste, unsere christlichen Feste werden nicht mehr gefeiert. Dafür alle muslimischen Feste in den Kitas. Deutsche Kinder werden gezwungen, Moscheen zu besuchen, regelmäßig, nach Lehrplan. Besuche in evangelischen und katholischen Kirchen sind gar nicht vorgesehen. Auf so eine Idee wird überhaupt keiner kommen. Und ich kann das alles nicht mehr glauben. In was für ein Land leben wir? Wie wahnsinnig sind wir eigentlich? Wie kann man seine eigene Kultur, sein eigenes Sein so massiv schaden? Wie kann man sich selbst abschaffen wollen?
Und diese ganzen Sprüche vom Selbstabschaffen, glaub mir, in meiner Heimat kann man die spüren. Und deswegen mache ich diese Tour. Deswegen bin ich jetzt wieder 30 Tage am Stück unterwegs, erzähle diese Geschichte jeden Abend, weil die Leute müssen das erfahren. Weil in vielen Regionen Deutschlands ist das noch nicht angekommen. In jeder deutschen Großstadt ist der Anteil der Moslems bei den unter 5-Jährigen bei über 50%. Jetzt schon, in jeder deutschen Großstadt. Und ihr seht, wie sich auch München verändert. Auch in München ist nicht alles schön. Ich habe die Stadtteile hinterm Hauptbahnhof gesehen. Da sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Also das Ruhrgebiet ist mittlerweile überall. Und das geht auch schon in den kleinen Städten los. Ich war letzte Woche in Weiden, ein 40.000 Einwohnerörtchen. Rund um den Hauptbahnhof nur noch türkische Läden. Die sehen genauso aus wie bei mir. Also es kippt Stück für Stück für Stück. Und wir müssen endlich aufwachen. Applaus. Gott sei Dank gibt es endlich eine Alternative. Die Alternative für Deutschland. Wir sind die einzigste Partei, die die echten Probleme in diesem Land anspricht. Wir sind nicht rechtsradikal, liebe Freunde. Wir haben radikal recht. Und deswegen wird uns auch keiner mehr aufhalten. Ja, und zu den sozialen Themen. Wir leben ja in einem Land, in dem sich gut und gerne leben lässt. Also anhand von Zahlen kann man das nicht so wirklich festmachen. Also beim Pro-Kopf-Vermögen liegen wir bei 51.000 Euro. In jeder anderen Industrienation liegt das Pro-Kopf-Vermögen bei über 100.000 Euro. Bei der Eigentumsquote sind die Griechen, die Italiener, die Spanier, die Portugiesen deutlich vor uns. Altersarmut wird das Thema der Zukunft werden. Das Thema der Zukunft. Wer heute 35 Jahre mal luchen geht und durchschnittliche Beiträge einzahlt, bekommt 60 Euro mehr als Grundsicherung. 60 Euro mehr als einer, der nie mal lucht hat, für 35 Jahre arbeiten. Liebe Freunde, das hat überhaupt nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und das haben uns die Altparteien eingebrockt. Ja, dann wissen wir ja alle, dass wir so extrem vom Euro profitieren. Ne? Durch den Euro geht uns das so gut. Wir sind Exportweltmeister, sind wir zwar gar nicht mehr, aber man kann ja immer mal drüber reden. Weil das ist ja alles so schön, dass wir offene Grenzen haben. Also ich bin ja schon ein paar Tage älter, also in den 80ern und 90ern, da waren wir wirklich Exportweltmeister und da waren die Grenzen noch da. Also da ging das auch, da ging das alles. Komisch ist das. Wir sind das einzigste Land in Europa, was seit der Einführung des Euros Reallohnverluste hinnehmen musste. Über 10% Reallohnverluste. Die Löhne sind völlig von der Produktivitätssteigerung abgekoppelt, als einzigstes Land. Und die Gewerkschaften machen da mit. Und das ist ein Skandal. Die Gewerkschaften dienen sich dem System an. Und ich bin ja selber Gewerkschaftler, also ich habe da auch ein bisschen Ahnung. Im Betriebsverfassungsgesetz ist eigentlich beschrieben, was so Gewerkschaften für Aufgaben haben. Vom Kampf gegen rechts steht da nichts. Ich habe extra nochmal nachgelesen, vom Kampf gegen rechts steht da überhaupt nichts. Deswegen brauchen wir, und da bin ich fest von überzeugt, und dafür werde ich hart arbeiten, wir brauchen eine alternative Gewerkschaft. Wir brauchen endlich eine Gewerkschaft, die nur das macht, was sie soll. Sich um ihre Mitglieder kümmern, ganz eiskalt, nur um ihre Mitglieder, nichts anderes. Ja, Pflegenotstand, auch so ein spannendes Thema. Also wenn ich über die Pflege rede, dann nicht, weil ich Bücher gelesen habe, sondern weil meine Frau da arbeitet. Meine Frau ist examinierte Krankenschwester in einem Altenheim. Da weiß er, was los ist. Also die Arbeit, die vor 10 Jahren noch 6 Pflegekräfte gemacht haben, machen heute 2. In keinem anderen Beruf gibt es einen höheren Krankenstand. Und in keinem anderen Beruf sind die qualifizierten Fachkräfte schnell aus ihrem Beruf raus. Nämlich maximal nach 7 Jahren. Danach sind die körperlich und psychisch fertig und wollen was anderes machen. Nach 7 Jahren. Und da haben wir ja jetzt viele unglaublich kompetente Minister in diesem Kabinett Merkel. Also das ist ein Kompetenzteam. Also 2 von denen, von den 21, haben überhaupt jemals was gearbeitet. 2 von 21. Und keiner von denen hat noch nicht mal politisch von dem Ahnung, was er da gerade macht. Also die haben alle auch noch andere Bereiche bekommen. Also die Grundvoraussetzung, im Kabinett Angela Merkel zu sitzen, ist völlige Ahnungslosigkeit.
Völlige Ahnung. Sonst könnte man das da wahrscheinlich auch gar nicht ertragen. Und in Sachen Pflege gibt es ja jetzt diesen Spahn. Der hat besonders viel Ahnung von der Pflege. Und er ist jetzt der Ansicht, der Pflegenotstand, den könnte man bekämpfen, indem man ausländische Pflegekräfte anwirbt. Also das ist schon richtig krank. Also wenn der mal da gewesen wäre in so einem Altenheim und sich da mal umgeguckt hätte, dann wüsste der, ohne die fleißigen Frauen aus Osteuropa wird das heute schon nicht mehr funktionieren. So, die halten nämlich unser Pflegesystem schon offen, am Leben. Nur die. Aber wer meint, dass ein gläubiger Moslem einer deutschen Oma den Arsch abputzt, der hat wirklich einen am Brett. Der hat überhaupt keine Ahnung vom Leben. Das wird nie passieren. Sowas erzählt ein Gesundheitsminister. Und dann sagt er noch, und da wurde es richtig schäbig, ja, die könnten ja mal ein paar Stunden länger machen. Die könnten ja mal ein paar Überstunden machen. Also wenn der sich jemals mit einer Pflegekraft unterhalten hätte, dann wüsste der, Überstunden sind tägliches Geschäft. Nur bezahlt werden die nicht. Überstunden werden in der Regel nicht bezahlt. Die werden einfach erwartet. Und die, die den höchsten Krankenstand haben und die, die am ersten aus ihrem Beruf rausgehen, die sollen noch Überstunden machen? Ich glaube, das können die keinen von denen erklären. Die Pflegekräfte brauchen vernünftige Arbeitsbedingungen. Das ist das Allerwichtigste. Und die müssen vor allen Dingen anständig bezahlt werden. Das ist soziale Politik. Tja, Probleme ohne Ende. Wir haben die Leih- und Zeitarbeit. Die SPD hat die Leih- und Zeitarbeit eingeführt. Und Leih- und Zeitarbeit ist nichts anderes als moderne Sklaverei. Und die AfD ist die einzige Partei, die da ganz klar sagt, eine Quote von 10% in den Unternehmen. Nur so bekämpfen wir die. Leih- und Zeitarbeit muss bekämpft werden. In keiner anderen Industrienation haben wir mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse als in Deutschland. Nirgendwo arbeiten mehr Menschen für unter 10 Euro. Unter 10 Euro. Und die SPD ist stolz auf einen Mindestlohn. Ein Mindestlohn, mit dem Familienvater seine Familie nicht ernähren kann. Ein Mindestlohn, der eine Rente bringt auf Grundsicherungsniveau. Und von diesem Mindestlohn nimmt der Staat den Menschen dann noch über 40% weg. Noch 40% weg. Und da kommt eine Liberale wie die Alice Weigel und sagt, das muss anders laufen. 2.000 Euro steuerfrei. So entlastet man die kleinen Leute, so entlastet man kleine Gelder. 2.000 Euro steuerfrei. Ja, und unsere Regierung macht ja viel unglaublich vernünftige Sachen. Zum Beispiel die Energiewende. Ja, wir schalten unsere Kernkraftwerke ab, wir schalten unsere Kohlekraftwerke ab. Das funktioniert ja alles so gut mit Sonne, Mond und Sterne. Und dann importieren wir den Strom aus Kraftwerken in Tschechien, Belgien und Frankreich. Und wenn diese Windmühlen mal richtig funktionieren, dann ist das letzte überlastet. Dann müssen wir Geld bezahlen, damit uns die Franzosen den Strom wieder abnehmen. Also, diese ganze verrückte Politik hat dazu geführt, dass wir heute die höchsten Strompreise in Europa haben. Dass die Strompreise sich verdoppelt haben seit 2010. Und allein im letzten Jahr wurden 330.000 Menschen der Strom abgedreht. Nicht Menschen, Haushalten, Entschuldigung, Haushalten. 330.000 Haushalten. Und das geht verdammt schnell. Da kann man sich auch nicht vor schützen. Da kommt einer, dreht die Sicherung raus und Schluss ist, bis ihr bezahlt habt. Und ich war mal in so Wohnungen gewesen im Winter. Da sitzen die Menschen mit Kerzen. Und es ist nicht nur so, dass da der Fernseher nicht mehr läuft. Da geht auch der Kühlschrank nicht und der Herd. Massivste Einschnitte ins Leben bei 330.000 Haushalten. Und im letzten Jahr auch ein Spitzenwert. Also wir sind ja nicht überall schlecht. Wir haben tatsächlich in vielen Sachen Spitzenwerte. Zum Beispiel bei der Obdachlosigkeit. 860.000 Menschen leben in diesem reichen Land auf der Straße. 860.000 Menschen. Und in München leben sogar Menschen auf der Straße, die arbeiten gehen. Weil die Mieten nicht mehr bezahlen können. Und wie krass diese Situation ist, draußen zu leben. Also ich konnte es mir selber nicht vorstellen. Vor 2 Jahren ist in der Düsseldorfer Altstadt zu Weihnachten die Obdachlose Elle erfroren, mitten in der Altstadt. Und ich bin da hingefahren, habe mich mit Obdachlosen unterhalten, habe auch ihren Freund da getroffen. Die leben nicht gern auf der Straße. Die allermeisten von denen sind Deutsche, die mal was beigetragen haben. Und ja, die haben tatsächlich schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ich habe da mit einem Pianisten gesprochen, der mit ansehen musste, wie seine Mutter verbrannt ist. Und ja, die sind aus der Bahn geraten. Die haben sich nicht an Regeln gehalten. Und ja, die allermeisten von denen saufen auch. Aber
Ist das ein Grund, die Menschen einfach auf der Straße liegen zu lassen, überhaupt keine Anstrengungen mehr zu machen, die wieder zurückzuführen ins Leben? Das wäre meine Aufgabe, die unsere reiche Gesellschaft sich stellen müsste. Diese Menschen sind uns nichts wert. Wir haben gerade angesprochen, meine neue Lieblingsklientel nach den Libanesen, das sind jetzt diese minderjährigen Unbegleiteten. Ihr habt gerade die Zahl gehört, 5.000. Das ist in jedem Bundesland anders, weil die nach dem Jugendhilfegesetz bezahlt werden. Also ich habe die Zahl 6.000. 6.000 Euro pro Person pro Monat sind uns genau die Menschen wert, die für die meisten schweren Straftaten verantwortlich sind. Denn immer die sind es, die ihre Freundinnen niederstechen, die ganz, ganz üblen Sachen machen. Gerade diese minderjährigen Unbegleiteten. Und da wollen wir noch nicht mal wissen, sind die wirklich minderjährig? Da weigern wir uns. Das könnten wir anhand von medizinischen Untersuchungen sofort feststellen. Das ist menschenverachtend. Weil das ein Eingriff in die Menschenwürde, festzustellen, wie alt die wirklich sind. Ob festzustellen, ob die uns belügen. Damit beschneiden wir deren Würde. Da muss man sich alles mal vorstellen. Wir wollen auch gar nicht wissen, heißen die wirklich, wie sie angeben? Kommen die wirklich aus den Ländern? Sind die wirklich vor irgendwas geflohen? Das interessiert uns alles gar nicht. Wir wissen, diese 6.000 Euro sind uns diese Menschen wert. Und wenn dann wieder mal einer losgeht und seine Freundin niedermetzelt, dann gehen die Linken hin. Die Linken und gucken ganz betrübt und sagen, wir haben versagt. Und das meinen die ernst. Wir haben versagt. Wir haben nicht genug getan. Wir haben die Leiden dieses Menschen nicht gespürt. Wir haben nicht gemerkt, wie traumatisiert er ist, welchen inneren Kampf er mit sich ausfechtet. Wir haben versagt und wir müssen mehr tun. Wir müssen jeden von denen 24 Stunden von 3 Betreuern betreuen lassen. Das ist die Lösung für alle unsere Probleme. Und Leute, das ist krank. Da geht es nur um eine Sache. Die kümmern sich um ihre Jobs. Nichts anderes. Die halten fest an ihren Arbeitsplätzen. Und deswegen wird dieser ganze Wahnsinn betrieben. Diese Klientel verseucht sich nur selber mit Arbeitsplätzen. Und wenn ich diese ganz Wahnsinnigen von Pro Asyl sehe, die am Flughafen demonstrieren, wenn Kinderschänder und Mörder abgeschoben werden, wen die dann noch demonstrieren, die sollten dann nicht mit Schildern stehen für Flüchtlinge. Die sollten da mit Schildern stehen, die sollten sich mal ehrlich machen, die sollten da mit Schildern stehen, bitte erhaltet unsere Arbeit. Das ist nichts anderes. Die stehen da, bitte erhaltet unsere Arbeit, nehmt uns unsere Jobs nicht weg. Deswegen sind die so verzweifelt. Und deswegen kämpfen die um jeden Einzelnen. Nehmt uns unsere Jobs nicht weg. Und wir werden diesen Wahnsinn nicht mehr mitmachen. Die Sozialgesellschaften fressen sich dumm und dämlich an unserem Geld. Und wenn wir darüber reden, dass sich die Gesellschaft spaltet, dann ist das so. Die Gesellschaft spaltet sich in diejenigen, die das bezahlen. Und das sind nämlich wir, die AfD-Wähler. Was ist denn der klassische AfD-Wähler? Das ist kein alter, abgehängter Mann. Der klassische AfD-Wähler ist 40 bis 60 Jahre alt und geht mal lochen und macht sich Sorgen um seine Rente und um seine Kinder, weil er alle Lasten tragen muss. Und dann muss er noch diese Spinnereien der Linken ertragen. Die Linken, die profitieren nur. Die mit ihren ganzen Geschwätzwissenschaften haben alle Arbeit. Keine Partei hat besser verdienende Wähler und Mitglieder wie die Grünen. Die Grünen sind die wirklichen Kapitalisten. Die ziehen sich dumm und dämlich an unserem Geld mit ihrer wahnsinnigen idealistischen Politik. Ja, und wenn wir schon mal bei den Grünen sind, dann müssen die jetzt mal richtig einen mitkriegen. Ab und zu brauche ich das mal, weil mir dann besser geht. Also die Grünen, das ist auch für mich keine Partei, das ist eine Sekte. Die gehören verdammt nochmal irgendwo in die Kirche, aber nicht in Parlamente. Und die Grünen, die agieren auch genauso wie so eine Sekte, wenn euch das mal aufgefallen ist. Die prophezeien ständig den Weltuntergang. Und sind dann ganz stolz, dass der nicht kommt. Was ein Wunder. Das hat angefangen mit dem Waldsterben, wenn ihr euch erinnern könnt. Dann kam das Ozonloch. Und dann kam der Klimawandel. Also im Wald geht es hervorragend, das Ozonloch ist wieder zu. Und ernst zu nehmen, dass Leute sagen, das ist alles von ganz alleine passiert. Da hat die verrückte Politik der Grünen gar nichts mit zu tun. Also wenn die denn so daran glauben,
dann sollen die verdammt nochmal irgendwo in eine Kommune ziehen, aber uns anständige Menschen in Ruhe lassen. Da können die Energie aus Wind und Sonne gewinnen, da können die den ganzen Tag Naturprodukte zu sich nehmen, die das Bewusstsein aufhellen, können mit Kindern spielen, alles, was die so gerne tun. Aber die sollen uns verdammt nochmal in Ruhe lassen. Aber ich war ja eigentlich beim ernsten Thema, bei den Obdachlosen. Also letztes Jahr zu Weihnachten ist wieder ein Obdachloser erfroren, wieder in der Düsseldorfer City. Und ich habe gedacht, jetzt sollte man mal nicht nur reden, jetzt sollte man vielleicht mal was tun. Und ich habe da ein Projekt gesehen, was in anderen Städten hervorragend funktioniert. Zum Beispiel in Berlin seit 20 Jahren. Da gibt es Kältebusse für Obdachlose. Das System ist eigentlich ganz simpel. Man hat einen kleinen Bulli. Dann fährt man rum zu den Obdachlosen, bietet denen Suppen an, warme Getränke, hat Decken dabei, Schlafsäcke dabei und vor allen Dingen spricht man mit den Obdachlosen. Man unterhält sich mal ein bisschen, man zeigt denen, dass die noch was wert sind. Das ist eigentlich das Wichtigste, die persönlichen Gespräche. Also solch ein Projekt, diese Kältebusse, die gibt es wie gesagt in fast allen großen Städten und diejenigen, die diese Kältebusse betreiben, werden überall hochgeachtet und gefeiert. Also mindestens einmal im Jahr kommt der Oberbürgermeister vorbei und bedankt sich bei allen. Die kriegen tolle Preise. Was meint ihr, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn Guido Reil als AfD-Mitglied sagt, er macht jetzt einen Kältebus? Sozialporno. Ihr habt tatsächlich gesagt, das wäre Sozialporno. Ist natürlich populistisch, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe ein Projekt 1:1 kopiert, was es gibt, was woanders wunderbar funktioniert. Also ernstzunehmende Leute könnten mir jetzt vorwerfen, der Reiler lässt dir nichts einfallen, der kopiert da einfach was. Aber dass das keinen Sinn macht und dass das populistisch ist, also da bin ich mal gespannt. Also ich laufe jetzt auch durch Deutschland, sammle Spenden für diesen Bus und ab November diesen Jahres wird er fahren im Ruhrgebiet. Wir haben jetzt im Februar und März schon ein paar Probefahrten gemacht und der kommt hervorragend an. Glaubt mir, so ein Obdachlosen ist das völlig egal, von wem der Hilfe bekommt. Der hat einfach nur Spaß daran, dass der überhaupt mal ernst genommen wird. Also das Wichtige ist wirklich das Ernst nehmen. Mir geht es darum, diese Geschichten auch zu erzählen. Ich werde diese Geschichten dokumentieren und dann mal deutlich machen, wie schnell in Deutschland ist man eigentlich obdachlos? Das geht nämlich total schnell. Welche Konsequenzen hat das? Also, dass die keine medizinische Versorgung zum Beispiel haben, so Zahnarztbesuche, das war mir gar nicht klar. Dass du, wenn du keine Adresse hast, auch kein Hartz IV bekommst, das war mir auch alles gar nicht klar. Also, das Ganze ist ein Riesenthema. Es gibt genug Not und Elend in Deutschland, um das wir uns kümmern müssen. Müssen. Da muss man sich nicht noch Not und Elend von der ganzen Welt aufhalten. Also es gibt diesen schönen Spruch, wer halb Kalkutta rettet, rettet nicht Kalkutta, er wird Kalkutta. Scholatur. Und genau so ist das. Wir haben uns die Probleme der Welt aufgeladen. Wir hatten ja keine. Uns ging das ja gut, wir hatten keine, also mussten wir uns welche aufladen von Fremden. Und an dieser Kröte werden wir ersticken. Denn da kommen Menschen zu uns, die mit unserem Kulturkreis überhaupt nichts zu tun haben und mit unseren Werten. Und ich habe wirklich Angst. Ich habe Angst um die Demokratie, um unser Land. Ich habe Angst um die Meinungsfreiheit. Und ich habe auch Angst vor Hass. Ich habe Angst vor Hass auf Homosexuelle und auf Juden zum Beispiel. Aber diese Angriffe auf Homosexuelle und auf Juden, die kommen nicht von AfD-Mitgliedern. 81% der Juden, die angegriffen wurden, sagen ganz klar, angegriffen haben mich Moslems. Und das ist die wahre Realität. Und das ist auch nicht verwunderlich. In 10 arabischen Ländern steht auf Homosexualität erstmal die Todesstrafe. Da muss man sich mal vorstellen, auf Homosexualität die Todesstrafe. Und Juden dürfen überhaupt nicht einreisen. Also Juden im Nahen Osten macht da keiner so wirklich leiden. Und da zu meinen, dass da Menschen zu uns kommen, die im Prinzip fertig sind von ihrer Prägung, von ihrer Sozialisierung und dass die ihre komplette Sozialisierung vergessen, nur weil wir die im Arm nehmen und die mit Kuscheltiere beschmeißen, das ist völlig naiv. Und das sagt jeder Psychologe und das zeigt uns mittlerweile die Realität. Diese Menschen, die da zu uns gekommen haben, sind nicht zu integrieren in unsere Gesellschaft. Die sind nicht zu integrieren und deswegen müssen wir uns von denen wieder trennen. Dieser bayerische Bettvorleger, der hier immer rumpöbelt, der hat ja mal Kraftmeierei betrieben und hat von der Obergrenze gesprochen, 200.000 Menschen.
die hat es natürlich nie gegeben, weil alle sofort gesagt haben, Spaß, wenn mehr kommen, dann kommen eben mehr. Und wer will das kontrollieren, wenn die Grenzen nicht kontrolliert werden? Das ist der grundfalsche Ansatz. Wir brauchen einen ganz anderen Ansatz. Das Problem ist Psychologie. Das Problem ist, was ich gerade schon beschrieben habe, in der Welt glaubt man, Deutschland ist Eldorado. Und dieses Problem müssen wir lösen. Fluchtursache Nummer eins müssen wir bekämpfen. Es muss ein Signal in die Welt. In Deutschland gibt es eine Goodbye-Kultur und keine Willkommenskultur. Wir brauchen hier klare Ziele. Und ein Ziel, was mir gefällt, ein realistisches Ziel, 200.000 weniger. Jedes Jahr, ab jetzt 200.000 weniger. Und dann könnt ihr mich fragen, wie willst du das machen? Das ist relativ einfach. Also erstmal keine Geldleistung mehr. Schluss. Nur noch Sachleistung. Denn in dem Moment, wo die kein Geld mehr nach Hause schicken können, wird sich der eine oder andere vielleicht doch überlegen, wieder nach Hause zu gehen und für seine Familie selber zu sorgen. Und dann, jeder, der in irgendeiner Form kriminell wird, der sollte vielleicht wirklich irgendwo hingebracht werden, zum Beispiel in ein Gebiet nach Libyen, was von uns kontrolliert wird, von Blauhelmtruppen. Das wäre für mich übrigens der einzigste sinnvolle deutsche Auslandseinsatz. Da würde ich sagen, gut, da kann die Bundeswehr mal aufpassen, dass den armen Kerlen da nichts passiert in Libyen. Und dann gucken wir mal, ob den einen oder anderen nicht vielleicht doch einfällt, woher er kommt, wie er heißt und ob er vielleicht doch nicht einen Pass hat. Weil in der Regel, wenn die wollen, dann kriegen die Pässe. Also es gibt diesen unglaublich traurigen Fall von der Susanna in Mainz. Da hat sich ja die Öffentlichkeit unglaublich aufgeregt, wie es denn sein kann, dass der Täter hier auf einmal ausreist, völlig legal. Ja, das war gar nicht schwer. Der ist zu seiner Botschaft gegangen, hat gesagt, wie er heißt. Dann hat er vorläufige Papiere bekommen, nämlich echte, und ist einfach ausgereist, völlig legal. Also einfacher geht es nicht. Und ist dann dahin gereist, wo angeblich verfolgt wird. Also das sind so viele Fälle mittlerweile. Und ihr merkt, die Stimmung kippt. Die Leute werden wach. Wir werden ständig mehr. Die Meinungsumfragen für die AfD kennen nur eine Richtung. Die gehen steil nach oben. Bayern wird ein ganz wichtiger Stein sein. Hessen auch. Dieses System kollabiert. Und wenn ich sage, wir werden dieses System zum Einsturz bringen, meine ich nicht die demokratischen Grundwerte unseres Landes. Nein, dazu stehe ich. Wir stehen zum Grundgesetz. Wir stehen zu all den Regeln. Wir stehen zu den Gesetzen. Wir stehen wirklich zu den Gesetzen. Wir wollen nur, dass sich endlich wieder dran gehalten wird. Und wir wollen verdammt nochmal endlich wieder in einem freien Land leben, in dem jeder, wirklich jeder seine Meinung sagen kann. Und damit er vielleicht mal so ein Gespür bekommt, was einem passiert, wenn man nicht mehr so der Meinung ist des Mainstreams. Also mit meinem Eintritt in die AfD war ich erstmal, jetzt, das wurde gerade falsch gesagt, ich war nicht meinen Job los, ich war nur meine Aufgabe los. Ich war vorher verantwortlich als Steiger für 22 Mitarbeiter, die hatte ich hinterher nicht mehr. Ich hatte hinterher ein schönes Büro und keine Aufgabe mehr. Die haben mich 14 Monate da sitzen lassen, ohne Aufgabe, 14 Monate. Ich habe natürlich dagegen geklagt, war beim Arbeitsgericht. Die Arbeitsrichterin fand das ganz komisch. Und die komplette deutsche Medienlandschaft war da im Gericht. Damit hat mein Arbeitgeber nicht gerechnet. Und nach 5 Minuten sagten die, ja komm, wir einigen uns ja irgendwie. Nee, also ich habe meinen Job noch, ich habe mich da durchgesetzt. Aber zu Hause geht mir das nicht ganz so gut. Also auf mein Haus mittlerweile 5 Anschläge. 5. Viele meinen, in meinem Stadtteil, in dem ich eigentlich sehr verwurzelt bin, dass ich da gar nicht mehr wohne. Weil die Rollos sind ständig unten. Der Grund ist ein ganz einfacher, meine Frau hat Angst. Die lässt die Rollos unten den ganzen Tag. Obwohl mittlerweile die Fenster beschichtet sind, also auch mit den Steinen gehen die nicht mehr kaputt. Selbst mit dem Hammer nicht. Unsere Autos sind ständig versteckt. Das Auto meiner Frau wird völlig zerstört. Die Autos sieht da auch keiner mehr. Also denkt man, ich wohne da gar nicht mehr. So weit ist es in diesem Land gekommen. Du wirst einfach nur platt gemacht, du wirst fertig gemacht. Vor 2 Jahren beim 1. Mai wurde ich von einer ganzen Horde gejagt. Da hat echt eine Hetzjagd in Essen stattgefunden. Da gibt es Videos von, da hat eine echte Hetzjagd stattgefunden. Habt ihr irgendeinen gehört, irgendeinen Aufschrei? Also bei den ganzen Anschlägen, also der Oberbürgermeister der Stadt Essen hat nicht ein Wort dazu gesagt. Alle meine ehemaligen politischen Kollegen und ich bin Ratsherr der Stadt, haben da nicht ein Wort zu gesagt. Und das hat mich beschämt. Denn ich weiß, wir haben da auch einen Libanesen sitzen im Rat.
der sitzt bezeichnenderweise für die Grünen da. Also wenn dem nur annähernd so was passieren würde, würden wir sofort eine Lichterkette machen. Und das weiß da auch jeder. Da grinsen die immer, wenn ich denen das erzählen würde. Also mit mir darf man das machen, mit ihm nicht. Ja, ist halt so. Ich will in diesem Land nicht mehr leben. Und diese ganzen Opportunisten, wir werden ihnen zeigen, wo es lang geht. Und ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem japanischen Journalisten. Da haben wir uns über japanische Sitten und Gebräuche unterhalten. Und es ist nicht alles schlecht, was aus dem Ausland kommt. Also wenn in Japan Politiker so richtig Scheiße baut, dann geht er vor laufenden Kameras auf die Knie, entschuldigt sich bei seinem Volk und heult Rotz und Wasser. Und genau das will ich von Angela Merkel sehen. Auf die Knie, entschuldigen und Rotz und Wasser heulen. Ja, ich sage immer, ich bin froh, dass ich jetzt jeden Abend so rassistisch vor mich herhetzen kann. Herrlich, herrlich, herrlich. Schön, dass ihr euch das anhört. Mir geht's jetzt viel besser. Gute Laune ist wichtig. Gute Laune ist wichtig. So macht Wahlkampf Spaß. Und Wahlkampf in Bayern macht mir richtig Spaß. Ihr seid eine unheimlich motivierte Truppe. Ich habe jeden Abend Spaß. Ich trinke auch jeden Abend ein, zwei Bier. Ja, das muss auch sein. Und ich weiß, am 14. Oktober werden wir hier ein super Ergebnis einholen. Und die anderen werden ganz blöd gucken. Die werden ganz blöd gucken. Und dann werden wir Fahrt aufnehmen. Und ich bin mir ganz sicher, dieses Regime des Unrechts, dieses Regime der Ungerechtigkeit und dieses Regime der unfassbaren Dummheit in Berlin, wir werden es stürzen. Für unser Land, für unsere Kinder, für Deutschland, für Bayern. Glück auf!